Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Jo, wir sind hier immer noch in diesem Schlemmerland hier. Und ja, wir sind auf dem Weg zum Vulkan, weil der ist im letzten Part ausgebrochen, irgendwo da oben. Ja, da sieht man ihn ganz bisschen. Da ist auch der Eintopf drauf und der wird immer heißer und heißer und sonst brennt er uns an. Daher müssen wir schneller hin. Und darum muss sich Koch Mario darum jetzt kümmern. Und ja, darum sind wir immer noch auf dem Weg dahin. Wow, dieser Maiskolben. Ich hasse solche Maiskolben. Komm, da jetzt rüber. Scheiße. Egal. So, kann ich mit diesen Flammen hier irgendwas machen? Ja, die kann ich ausmachen. Ist das was? Leider nur 2 Münzen. Schade. Egal, dann geht es jetzt hier nun rein. Was erwartet uns in dieser Höhle? Komplett anderes als ich erwartet habe. Also damit habe ich jetzt hier nicht gerechnet, aber okay. Kann ich hier auf die Wasserfälle rauf? Schäme, ey. Hier bleibt es. Oh nein. Oh jo, muss ich. Da muss ich jetzt hier. Also ich kann auch über die Fässer drüber springen. Sehr schön. Das wäre einfach die Sache. So, da, ja gut, dann kann ich einfach nach runter. Hier mal rüber. Oh, da fehlt es. So, und jetzt hier. Sehr gut. Da fehlt eine Kerze. Die werden wir einfach mal schnell anbrennen. Gut, dass da sich Mario jetzt nicht die Hintern verbrannt hat. Weil das wäre nicht so gut gewesen. Wir hatten nur noch ein Leben. Aber letztendlich ist es ja gut gegangen. Ein Glück. So. Dann rüber da. In die Tür hinein. Chefkoch Konfrontation. Ja. Auf zur Konfrontation, meine lieben Freunde. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und wie der Bosskampf fort, weil wir werden noch einen Bosskampf gegen den Vogel haben. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir sowas von hundertprozentig sicher. Lol, jetzt habe ich das nicht. Die Feuerblume weggemacht? Das ist eigentlich nicht so gut, weil die hätte uns das die zwei Fackeln anziehen können. Jetzt muss ich irgendwie auf die da hinten noch. Oder ich gehe kurz nochmal in den Raum rein und wieder raus. Vielleicht ist die Feuerblume dann wieder da. All die Piranha-Pflanze, um genau zu sein. Ja, ist ja eigentlich eine Blume auch. Von der Pflanze. Ja, die ist wieder da. Nice. Da muss ich mich nur noch richtig hinstellen. Ja, du siehst mich, du siehst mich, du siehst mich. Und du triffst, du triffst, du triffst, du triffst, du triffst. Nice. So, auf zur nächsten Kacke. Wieder so ein Zelda-Spielchen hier, sozusagen. Weit nach vorne, dass er mich sieht. Oh, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja, sehr gut. Richtiger Winkel. Passt. War doch klar, dass es einen Mond gibt. Vorhin war ja schon so eine Aufgabe oder im letzten Part passiert. Da mussten wir als Feuer Mario oder Feuer Bruder Mario das anzünden. Also die Fackeln. Brauchten wir die Hüfte der Pflanze. Warum nicht? So, was gibt's denn hier eigentlich? Da gibt's eine Truhe. Also, den finde ich jetzt hier nicht so mega verkehrt. So, hast du sie geschockt? Okay. Münzen? Dafür eine ganze Menge. Sehr, sehr viel. Ist einfach nochmal gut. Sehr, 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 sehr viele Münzen. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber. Ja, gut. Ja, sehr gut. Ich vergesse hier in diesem Spiel auch einfach mal öfter zu rennen, weil ich dann immer den Hut abwerfe. Und wenn man läuft, kann man halt weiter springen. Das sollte aber hier nicht passieren. Gibt es hier wenigstens Platz? Da oben, lol.
Gibt es hier? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es hier nicht war. Ich bin aber auch schlecht. Nein! Ist das scheiße. Weil ich wollte nicht auf die Panda-Pflanze springen. Ich wollte einfach vorbeilaufen und Mario springt einfach auf die Panda-Pflanze. Ist das dein Ernst? Nee, egal. Wir sind eh jetzt hier am Checkpoint. Das darf ich nicht mehr verkacken. Gut. Okay. Gib auf die Plattform da oben 8. Die überschlagen sich gerne mal. Okay. Interessant. Ziemlich regungslos und schon fix. Ja, diese Dinger dann mehr. Boah, ich weiß nicht, warum ich gerade ausgerichtet habe. Also, das sind jetzt ja auch richtig die Gabeln. Okay, boah, das ist schon immer die Gabeln. Lol. Ja. Ich will nicht wissen, dass da ein Stachy ist. Boah, das ist die Kamera hier. Ich glaub, guck, Stachy weg, Stachy weg. Mann! Das Ziel mit dem Hut ist aber auch scheiße. Was war jetzt da der Grund? Falsche Kameraeinstellung, glaube ich. Ja. Gut, dann geht es jetzt hier schnell wieder hoch. Komm, jetzt nehmen wir hier auch mal die Abkürzung. Jo. So, jetzt stelle ich die Kamera hier um. Dann geht es hier rüber. Geht auch. So, Schiss, Banner. Was bist denn du? Paprika. Okay, auf Paprika stehe ich hier hinten. Ja. Damit das klar ist. Wie soll ich denn das machen? Hier eine kleine Pause einnehmen. Das war sehr, sehr knapp. Ja, gut, das. Das war jetzt viel zu megamäßig knapp. Ist ja auch. Lol. Danke. Herz. Ich dachte, ich bin da schon safe, aber nein, bin ich nicht. Lol, jetzt sind es hier so großen. Ja, warum nicht? Turteltäuschen. Ach, ich muss da jetzt. Lol, warum hat sich das jetzt ausgeschaltet? Warum hat sich das jetzt ausgeschaltet? Freunde, wisst ihr das? Das ist ja mega unfair. So, hier mache ich das mal mit einem Rückwärtshalter. Ja, war eine gute Idee. Wow. Eieieiei. Die Zeitabstände kann ich schlecht immer einschätzen. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Wir haben zwar nur noch ein Herz, aber da wartet schon der nächste Checkpoint auf uns. Gut, hier ist aber irgendwas. Abkürzung oder was? Nee, da ist irgendwas anderes. Nein, hier war ich ja eben schon. Eine Abkürzung, glaube ich. Jo, ist es. Nice. Okay, gut zu wissen. So, am Ende des Spitzenpfades. Okay. Ich muss kurz hier rein in die Kanone. Und jetzt geht's hoch da. Nein. Falscher Knopf. Auf zum Eintopf. Oh, jetzt sind die Zutaten schon klein gewürfelt. Auch unser Fleisch, was wir ja vorhin reingetan haben. Bleiben wir jetzt auf Feuer? Wir bleiben Feuer, lol. Und den unten. Dann kann ich den anderen fahren. Da ist so eine Frucht. Aber die kann ich doch nicht berühren. Oder kann ich die irgendwie berühren? Ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht den Sinn. Ach lol, ich kann ja darauf. Ich sollte mich da nicht treffen lassen. Und dann kann ich ganz einfach draufspringen. Okay, nice. So Leute, jetzt bräuchte ich mal ein Herz oder so. Okay.
Okay, gut, ich hab's kapiert. Ich dachte schon, ich muss diese Stachelfrucht, die da ist, irgendwie zu ihm hinschmeißen. Und ich hab dann nämlich gefragt, wie soll ich denn das machen? Ich kann die da nicht berühren. Und dann bin ich die ganze Zeit diesen Strahl hier ausgewichen. Und dann habe ich das kapiert. Dass ich da, ja, rauf kann. Hier nochmal ja, ne? Oh, ich platze ihn bisschen ein. Zu sehr. So, ich denke mal einnehmen. Hast du noch, lieber Vogel? Weil die sieht nicht so gut aus, Feuer, wo die runterkommt. Ja, springt eigentlich generell immer wieder. Och nee. Ist doch hier. Ein bisschen kämpft ja schon hier an Glück. Hä? Warum springst du nicht so hoch genug, Mario? Komm, jetzt aber, jetzt aber. Geht doch. Ich dachte schon, ich fahre jetzt hier jeden Moment runter, aber nein. Ein Glück. Oh Mann. So begeistert war ich jetzt von diesem Bosskampf allerdings nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir haben es letztendlich dann doch geschafft, ein Glück. Und kriegen dafür 3 Monde. Aber uns fehlen noch ein paar Monde, bis wir dort weiterreisen können. Heißt das, dass wir noch ein paar suchen müssen oder was? Oder kommt jetzt noch was in der Story dran? Mal sehen. Bin ich sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall das erstmal geschafft. Okay, das war's mit der Story. Das heißt, wir müssen noch 2 Monde schnell finden. Wäre schön, wenn wir es noch in diesem Pod schaffen könnten. So, ja, hinten könnte es dann gehen. Danke sehr. Okay, da ist etwas. Nicht da, wo ich anfangs. Guck mal da. Da ist auch irgendwas. Ich schau da mal jetzt hin. Was bist denn du? Ach lol. Auf jeden Fall ein Mond. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und ein sehr einfacher Mond. Gut. Hab ich bisher auch noch nicht hier gesehen. Aber geil. Okay, dann geht es jetzt hier runter. Wir haben ja auf der Karte hier den Mond. Genau. Hier geradeaus irgendwie und dann rechts. Ja, geradeaus. Alter, komm ich doch nicht rein. Denken gibt es nur im Feuerbau. Im Feuerbau komme ich hier nicht durch. Das ist doof. Ja, ich muss da aber hin. Oder? Warte, ich stelle mich da mal vorm Eingang hin. Und schau da mal da geradeaus. Nee, das ist nicht da. Das ist hier. Ich weiß, wo das ist. Und zwar hier oben drauf. Leute, mein Popschutz von meinem neuen Mikro ist gerade untergekullert. Das heißt, es geht hier gar nicht rein, sondern es geht hier rauf. Ob das so eine kleine Hilfe ist oder was? Ich bin da jetzt gerade dezent überfragt, wie ich da hochkommen soll. Habe ich da einen Checkpoint oder so? Nee, auch nicht. Hä? Ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr große Map, aber Moment, da hinten ist ein Weg. Von dort oben rauf. Von hier so, hier rüber. Dann da. Das heißt, ich muss da jetzt nochmal hinrennen. Richtig? Also, ich könnte mich gerade irgendwie umsehen. Geil. Ich weiß aber nicht wie. Klingt das so? Nee, keine Ahnung, wie ich mich gerade umschauen könnte, aber. Ja gut, ich muss da irgendwie hoch. Ich muss doch
rüber muss ich. Ja gut, jetzt bin ich ja... Okay, hier ist auch Mond. Damit bin ich sehr zufrieden. Hab zwar ein bisschen Schaden genommen, aber wir haben jetzt genügend Monde, dass wir im nächsten Part zur nächsten Welt reisen können. Geil. Das heißt, schnell zur Odyssee. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Let's Play Super Mario Odyssey. Bis dahin und tschüss.